Hallo, meine Tiere rettenden Hofarbeiter und herzlich willkommen zurück zum weiteren lauschigen Ründchen hier bei Stardew Valley. Ja, da hat es kurz gestockt, weil ich weiter husten wollte. Das kurz zurückgehalten habe. Ich hoffe, der Sound mit der Mikro, das klappt wieder jetzt. Die Kids hatten ein bisschen leider dran herumgestellt, wodurch das nicht ganz so funktioniert hat. Morgen gibt es Windböen. Und heute haben wir ein wenig extra Glück. Forellensuppe. Irgendwas an diesem frisch gefangenen Forellen bringt mich in Fahrt. Vielleicht ist es der feine Geschmack des Flusses. Jedenfalls habe ich eine wundervolle Forellensuppe. Forellensuppenrezept, das ich heute mit euch teilen werde. Du hast gelernt, wie man Forellensuppe macht. Oh, sehr gut. Forellensuppe und da. Oh, guck mal, unser Kürbis ist da. Danke, ich habe etwas Neues. Man nennt es den Autogreifer. Das Ding kann deine Kühe und Ziege melken, deine Schafe scheren und das ganz alleine. Aber es ist ein Luxusgegenstand. Deswegen nehme ich 25.000 G dafür. Das ist ja die Hälfte meines Geldes, Mann. Ist die Hälfte meines Geldes, liebe Mani. Da hast du dir aber. Wir haben Kürbis. Ich glaube, beim Kürbis muss man ein bisschen mehr aufheben. Weil beim Kürbis kommt ja nochmal Halloween, ne? Und durch dieses Halloween-Event müssen wir nicht jetzt irgendwas einschlagen. Aber durch dieses Halloween-Event müssen wir ja dann nochmal was machen, ne? So. Die haben wir ja gesagt, wollen wir verkaufen. Weißt du was? Wir verkaufen noch einen silbernen Plump-Dings da bums. Das verkaufen wir jetzt einfach. Und dann können wir ja eigentlich die nochmal neu pflanzen. Ne? Wir haben den 14. und wir haben ja 10% schneller Wachstum. Wächst in 13 Tagen nämlich dadurch heran. Ich könnte auch nochmal das Dings besorgen. Ihr wisst schon, was ich meine. Dass wir vielleicht nochmal den Schnellwachstum-Ding machen und dann haben wir das noch schneller wieder da. Obwohl das jetzt nicht bringt, in 13 Tagen wäre der 27. Wisst ihr, was ich meine? Also das würde sich jetzt nicht unbedingt viel mehr lohnen. So. Lassen wir mal 15 von den Kürbissen da. Jetzt ist nur das Problem, wir haben langsam gar keinen Platz mehr. Langsam haben wir keinen Platz mehr. Ich glaube, ich errichte nochmal eine, wo wir dann was anderes reinpacken. Ja, wir brauchen nochmal eine Truhe. Wo wir so allgemeine Dinge, die wir mehr zum Verzehren nutzen, dann reinpacken. Frankie, könntest du jetzt endlich aufhören und einfach nur die Kiste öffnen? Das wäre wunderlieb von dir. So, passt doch wunderbar. So, dann kannst du das gleich mal reinbringen. Und dann stellen wir drinnen nochmal eine Kiste ab. Am besten, weißt du was, wir stellen sie gleich hier so ab. Bumm. Und da kannst du mir dann das und das so ein bisschen reinpacken, ja? So, was haben wir denn noch hier so? Wir hatten ja noch hier den Schokokuchen, ne? Und die Maki-Rollen. Dann geht sowas schon mal rüber. Genau, das heben wir auf wegen dem Goldring. Damit wir da auch nochmal ein bisschen was reinmachen können. Und dann packen wir das da rein. Und den Rest verkaufen wir. Und dann gießen wir aber auch erstmal. Den Schnellwachs brauchen wir jetzt nicht extra. Das würde sich jetzt nicht rentieren. Und wir werden es auch gleich hineinpacken. Wir können aber ja schon gießen. Das können wir ja schon mal machen. Ach, das ist schön. Dann machst du den einen. Und dann gehst du halt schon hier rüber. Und dann machst du wieder doppelseitig. Mal ein bisschen Amaranth ist natürlich auch mal was Gutes. Wir müssen echt dann im Winter gucken, dass wir den schnell auf Gold aufwerten. Damit wir dann eine Goldgießkanne haben. Damit das dann auch. Dann können wir mal ein Dreierfeld nämlich dann machen. Also dann hast du ein 9er-Feld, dann kannst du dich ransteigen und pump fertig mit einem Schub sozusagen. So, jetzt ist es nämlich schon wieder leer. Wir kommen immer bis dahin. Und dann fahrt der auch, glaube ich, ein höheres Fassungsvermögen. Und ich glaube, wenn du den hältst, verbrauchst du ja auch weniger Energie, als wenn du den normal gießt. Ja, das war doch, glaube ich, so. So, wir machen das noch hier. Kannst du nämlich hier noch machen. Hier noch machen. Dann gießen wir das Öro-Vordere.
So, und dann können wir nämlich dieses Feld nämlich einmal noch abgießen. Dann sind wir fertig, dann gießen wir das noch ab und dann können wir das andere Feld bepflanzen. Und dann geht's weiter. Ach schön, ach schön. Also wenn ihr die Folge heute seht, dann bin ich auch erst wieder auf dem Weg nach Hause. Deswegen bin ich schon recht gut minimal vorproduziert. Ich komme derzeit nicht dazu. Auch vom Kopf her nicht so richtig zum Vorproduzieren. Wisst ihr, was ich jetzt meine? Man braucht ja auch ein bisschen Kopf. Also mir macht es Spaß. Und ich würde es nicht missen. Aber es ist auch so eine Zeit, weil ich muss ja dann auch noch rendern. Thumbnails suche ich mir meistens aus dem Video heraus. Und sowas alles. Und das muss ich ja dann auch noch beachten. Und dadurch komme ich nicht so richtig in die Vorproduktion, wie ich es gerne machen wollen würde. Guck mal, jetzt haben wir das nämlich fertig. Sieht auch mal cool aus, wie das dann so langsam angepasst wird. So, jetzt können wir hier nämlich nochmal einen machen. Gehen wir mal da runter. Und irgendwann machen wir das nämlich alles automatisch. Hey, Shaggy! Na, mein Süßer? Oh, guck mal. So, lass aber den Mahagoni-Setzling da wachsen, ja? Bitte, 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 bitte. Wir brauchen den noch. So. Hatten wir noch irgendwas gehabt jetzt an einem Event erstmal noch nicht, ne? So, warte mal, wir können aber mal was anderes machen. Jetzt kannst du mal wieder wegrollen. Und dann kannst du hier einfach flum, 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 flum. So, dann machst du hier. Ach, ist das schön. Ist das einfach herrlich. Du machst das gleich. Einfach, das ist immer toll. Du machst das fertig. Du baust das. Dann pflanzt du das. Kommt, dann wächst dann raus. Und du siehst halt immer alles, was da passiert. Ne? Das finde ich halt so toll. Mal wieder ein bisschen angleichen. Eigentlich müssten wir das nicht. Aber weißt du, was wir jetzt mal machen sollten? 1, 2, 3, 4, 5. Wir gehen mal. Oh, warte mal. Wie sieht es denn hier aus? Oh, Penny! Penny können wir wieder ein Geschenk überreichen. Jetzt brauchen wir jetzt mal ein Melönchen. Ein Melönchen macht ein tolles Tönchen. Falls wir nochmal wieder unsere Pflaumen finden, sollten wir die auf jeden Fall mitnehmen. Bitte nur keine silbernen mehr oder Gold. Lasst mich wirklich normale finden. Also derzeit haben wir irgendwie zwar Glück, aber ich brauche die normalen. Ich hoffe, dass wir dann das genügend herauskriegen. Ich würde die nämlich gerne. Sonst müssen wir im Frühling das Ding fertig machen mit den Lachsbeeren. Ist dann in dem Sinne so. Aber man versucht ja dennoch, dass das anders wird, ne? So. Ah, cool. Sterntaulertag, fest machen wir dann nach. Lachs fängt. Ich weiß, ich könnte die Fischerdinge machen, aber ich bin irgendwie erstmal. Ihr kennt mich ja mittlerweile. Ich mache so meine Arbeit, wie ich mir das vorgesetzt habe. Und davon abkommen tue ich ein bisschen weniger, weil ich habe das immer so gerne im Fokus, wie ich das dann halt mache. Folge dann diesem Plan erstmal. Das ist so my way. Werkzeug verbessern und dafür kriegen wir jetzt unsere Stahlspitzhacke. Und dann gehe ich fange damit so weit an wie möglich. Sollte in ein paar Tagen fertig sein. Sehr schön. Das freute mich, dass das in ein paar Tagen fertig ist. Ach ja, ist Penny drinne? Ne, Penny ist leider nicht drinne. Dann könnte sie halt noch unterwegs sein. Dann gucken wir mal, wo sie ist. Ach, Manometer. Ja, Schleim kommt übrigens langsam aus dem ganzen Bronchien heraus. Man merkt das richtig, leider. Aber dadurch hast du auch dieses Blöden mit dem Husten die ganze Zeit. Ne? Das tut mir auch mal leid, aber anders kriege ich das nicht hin. Ich muss es ja irgendwann raussuchen, wenn ich jedes Mal Pause mache oder ähnliches, bringt mir das auch nicht viel. Wo ist denn meine liebliche Penny? Penny! Ei! Nee, du bist nicht Judy, du bist die Frau von Pierre. Die Frau von Pierre. Emily? Was mit M warst du? Aber wo sitzen die denn noch? Wo sitzt denn unsere liebe Penny denn noch?
Ich weiß gar nicht mehr, wo die noch ist. Am Strand ist sie ja nicht, ne? Aha. Guten Tag, Herr Louis. Hey, gibst du auch dein Bestes auf dem Hof, Frankie? Du musst viele verschiedene Dinge erreichen, wenn du ein ordentlicher Bürger werden willst. Also das mit dem ordentlichen Bürger, das würde ich mal jetzt nicht so... Ja, okay, ich mache meine Arbeit. Und mache das auch gerne dort und alles. Aber das hat nichts mit ordentlicher Bürger zu tun. Jeder hat eine andere Form von sich... ja, wie kann man es denn in die Gesellschaft integrieren? Hi! Brauchen wir Lachs eigentlich? Ich glaube, Wolle brauchen wir und Kugelfisch brauchen wir auch, ne? Warte mal, eine Orange brauchen wir aber auch. Ich glaube, einen Kugelfisch brauchen wir. Einen Lachs brauchen wir. Und eine Wolle brauchen wir. So, warte mal, wenn ich jetzt darauf gehe, brauchen wir. Brauchen wir? Brauchen wir nicht? Brauchen wir nicht. Okay, gut. Umsonst gemacht. Umsonst. Tschüss. Aber zwei Sachen, die wir brauchen können. Zwei Sachen, die wir gebrauchen können. So, jetzt lasst uns mal hier in den... Also wir können danach auf jeden Fall in den geheimen Wald gehen. Ich würde jetzt aber erstmal Penny suchen. Wobei Penny hat auch mal, kann man immer noch mal. Aber ich habe jetzt nichts um... Ach doch, hatten wir. 45 Energie, komm, weißt du was? Penny haben wir die Woche noch zweimal Zeit. Also wir müssen ja nur zweimal Geschenk geben. Können wir auch nur zweimal Geschenk geben, dann gehen wir mal in den verwunschenen Wald. Nach was richten die hier sich dann eigentlich? Ich kenne den ja schon, den verwunschenen Wald. Oder versteckten Wald. Die Frage ist, nach was richten die sich? Nach der Ebene? Oder ist das hier random? Ich hatte damals auch Grüne hier gehabt. So, sehr schön. Dann können wir hier schön Holz hacken. Und dann gibt es Hartholz. Und ich glaube, der ist ja auch immer täglich oder alle paar Tage, füllen die sich ja wieder auf. Und dadurch hast du immer einen Vorrat an Hartholz. Was wir uns denn jetzt zu Gemüte führen können. Da ist übrigens noch eine versteckte Quest. Das kenne ich noch. So. Altmeister Kanoli. Noch immer auf der Suche nach dem süßesten Geschmack. Ich weiß nicht genau, was das war. Ob es die Sternfrucht war oder die geheime Frucht da. Aua. Haben wir Maragoni-Samen. Ja. Ob Penny jetzt wieder im Dings ist. So. Aber wir kriegen nicht ganz so viel Hartholz hier raus, denn... Der Baum davor hat uns ja noch ein bisschen was gebracht. Ob Penny im Stardrop ist? Wir können mal gucken, ob Penny im Stardrop ist. Wenn nicht, dann gehen wir jetzt einfach dann nach Hause. Können da noch mal ein bisschen Holz schlagen. Und dann war es das. Hi! Lass dir gut gehen. Wir haben mal ein bisschen Geld ausgegeben. Können aber zwei Sachen wieder in unseren in einem Gemeinschaftszentrum abgeben. Auch wenn wir es eher nur gekauft haben, aber dennoch können wir sie dann abgeben. Das ist ja sozusagen egal, woher wir es haben, ne? Wir haben es und dadurch können wir es abgeben. Hi Lea! Alles gut bei dir? Ich wünsche dir eine angenehme Nachtruhe und lass es dir gut gehen. So, dann gehen wir mal rein. Ah ne, du musst die Taste schon drücken. Ne, Penny ist nicht mehr da. Okay. Penny haben wir halt nicht erwischt. Dann müssen wir uns am nächsten Tag erwischen. Ist ja nicht schlimm. Ist ja nicht so schlimm. Ich glaube, reinkommen tun wir auch nicht. Naja. Dann würde ich jetzt eher sagen, wir setzen den Mahagoni-Setzling noch. Packen unsere... Genau, wir können auch nochmal ins Gemeinschaftszentrum gehen. Gehen wir den Kugelfisch. Das ist, glaube ich, ein besonderer Fisch. Der Lachs ist ja nicht, aber das andere war noch... Genau, die Orange. So. Dann einmal hier hin. Bünde Spezialitätenfische, genau. Dann haben wir den auch schon.
Da brauchen wir noch den indischer Glaswels und den Waldspringer. Wenn wir die beiden noch haben, dann passt das. So, Lachs ist ja leider nicht, ne? Ich gucke nochmal durch. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Da nicht. Und da sowieso nicht. Es gibt ja eigentlich ein fernes glitzernden Felsens. Genau, das war. Ist jetzt nicht so ein besonderes Ding, soweit ich es in Erinnerung habe. So, und hier haben wir Garten. Nee, Garten war das nicht. Es war. So, doch, Handwerker, genau. Flupp. Haben wir schon mal einen abgeschlossen. So, dann brauchen wir noch 5. Wenn wir den nämlich haben, dann kriegen wir das Gewächshaus. Hier ist halt nur wegen der uralten Frucht eine süße Edelsteinbeere. Die Edelsteinbeere, genau, die müssen wir dann abgeben. Aber ich glaube, den kriegen wir erst im nächsten Jahr, das Gewächshaus. Ja, leider erst im nächsten Jahr. Ach du Heilige, es ist schon wieder um 10. Wir sind die ganze Zeit nur am Herumlaufen und herumgucken und herummachen, dass wir sogar die Uhrzeit vergessen haben. Hallo, die Wildfee. Hi, Abigail. Wo kommst denn du eigentlich um die Uhrzeit? Sebastian nicht. Warst du bei Sam? Nein, Spaß, was drehen wir natürlich jetzt nicht. Packen wir uns das erstmal weg. So, aber jetzt gibt es erstmal noch den Mahagoni-Baum. So, dahin. So, haben wir jetzt die 99 Schleim. So, einer. Ja, die 99 Schleim haben wir auch. Sehr schön. So, dann packen wir mal das hier beides erstmal rein. Oh, das können wir hier erstmal nochmal reinpacken. Und du kannst ja erstmal darüber rutschen und dann geht's ab ins Bettle. Neuer Tag, neues Glück. Und am nächsten. Das war der liebe Streichler, den wir immer machen für den Wowie. Oh, what the hell? Ach du Heilige! Ist der Wert voll der Kürbis. Wir haben 15.000 gemacht. Holla, die Waldfee. Ich wusste gar nicht, dass der Kürbis so wertvoll ist. So, dann neuer Tag, neues Glück, fast 60.000. Morgen wird es klar und sonnig. Yeah! Heute? Achso. Ja, genau, die Zapfhähne müssen wir nochmal machen. Ein wenig extra Glück. Oh, hi, Frankie. Den ganzen Weg hier hochzulaufen spart mir Besuch im Fitnessstudio. Jedenfalls, ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, heute mit uns Abend zu essen. Du musst nicht, aber wenn du dich doch dazu entschließt, könntest du eventuell einen Forellenbarsch mitbringen? Genau, einer dieser großen schleimigen Fische aus dem See. Ich brauche einen für den Eintopf, den ich vorbereiten will. Okay, also beginn es bei unserem Haus so um 19 Uhr heute Abend. Und vergiss den Forellenbarsch nicht. Bis dann. Oh. Oh. Meine Arbeiten sind heute, ich glaube, ich hatte doch einmal einen gehabt, oder? Ja. Ich hatte doch, glaube ich, naja, egal. Ich muss angeln gehen. Frankie, vergiss nicht, dich gesund zu ernähren, oder du wirst nicht genug Energie für deine Arbeit haben. Ich habe eines meiner Lieblingsrezepte dazu. Benutze auf jeden Fall eine reife Tomate. Danke. Wer ist jetzt denn? Hallo Frankie, ich wollte dich nur daran erinnern, dass das Stadion Berlin Volksfest morgen ist. Vergiss nicht, deine neuen Gegenstände für deine Auslagen mitzubringen. Das Fest beginnt um 9 Uhr auf dem Stadtplatz. Wir sehen uns dort, Bürgermeister Luis. Okay, dann machen wir jetzt ganz flott und hoppidi-hopp unsere Mission, gießen und dann ist Angeln angesagt, ne? Weil wir wollen natürlich... Wir wollen natürlich den Forellenbarsch haben. Okay? Aus dem See, hat sie gesagt. Und dann gehen wir einen Forellenbarsch besorgen. Für unsere liebe Einladung von der Judy. Nein, ich habe jetzt was verdammt. Naja, egal.
Da ging etwas daneben, lala, weil ich kurz unkonzentriert war. Was für ein Spaß. Und jetzt habe ich das auch wieder anders gemacht. Das Schöne ist, eigentlich kannst du ja auch so machen. Dann machst du den so. Dann gehst du so. Ah, Schocki, na? Alles Klärchenbärchen bei dir? Lässt es dir gut gehen? Es ist schön, wichtig und wirklich toll. Ja, finde ich auch. Ja, ich bin nicht ganz deiner Meinung. Das kann man jetzt auch anders machen. Das machen wir nämlich jetzt in dem Sinne so. Und dann kannst du den hier machen. Und den hier machen. Das passt, weil ich habe einmal verhauen. Und einmal habe ich eine andere Variante genommen vom Gießen her. Ah, schön. Die wachsen jetzt auch. Dann haben wir, dass da noch das richtige Gemüse rauskommt. Gehst du ein bisschen durch unsere Gärtle? Ja? Warte mal, weil du so süßer bist, kommt das Streichen zuerst. So. Flup, flup. So, jetzt machen wir hier einfach mal die Gießaktion. Ach, ist das schön. Und dann machen wir gleich nochmal neu. Und dann gießen wir das andere da hinten, da oben, da drum. Und dann müssen wir uns kurz ins Spa begeben. Vielleicht suchen wir nochmal kurz Penny dann. Und dann begeben wir uns ins Spa und dann gehen wir angeln. Dann gehen wir angeln für den Forellenbarsch. Den müssen wir dann heute holen. Also ich will gern schon beim Abendessen bei Jody und Sam und Dings dabei sein. Wins. Nee, warte, noch nicht auffüllen. Noch unserem Wuffi Buffy noch sein Trinken geben, damit er das auch nochmal hat. Sehr schön. Dann gehen wir jetzt die beiden Sachen da ab. Das andere Mais packen wir in die Kiste. Genau. Das Schöne ist, da wir eh zum Spa sind, sind wir da hinten beim See und dann können wir nach dem Forellenbarsch angeln. Ich hoffe echt, dass wir den kriegen. Wenn nicht, wäre es ziemlich gemein. Nur kurz nach der Pflaume schauen. Ist leider gerade keine da. Schade, Marmelade. Aber ist nicht so schlimm, die kriegen wir schon zusammen. Wir haben ja da noch ein bisschen was. Das können wir dann auch noch pflücken. Dann geben wir das ab. Und dann haben wir das auch. Ah ja, wir haben den Kürbis. Wir können das eine Ding fertig machen beim Gemeinschaftszentrum, glaube ich. So, dann ab dafür. Schnell dahin. Mal gucken, ob Penny da ist. Ne, sie ist schon unterwegs. Mann, wo ist sie denn jetzt schon wieder? Ich kann jetzt nicht schon wieder den ganzen Tag nach Penny suchen. Penny! Ich muss dir echt einen GPS-Sender rangeben. Nicht, um sie zu gucken, wo sie ist, immer und kontrollieren, sondern im richtigen Moment, wenn ich ein Geschenk abgeben will, dass ich weiß, wo sie dann da herumhockt. Hier ist auch nicht. Meine Jüde! Penny, wo bist du? Hast du Penny gesehen? Nein. Okay, danke aber trotzdem für die Hilfe. Gern. Penny, da bist du. Penny, 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 Penny. Guck mal hier, ich habe was ganz Leckeres. Oh, danke dir. Ich stehe auf sowas total. Immer noch sieben von acht. Ach, Mann. So, ich muss aber heute angeln, ne? Bin eingeladen bei Jody. Keine Angst, ist kein Date. Ist nur einfach freundschaftliches Essen. Lal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 a. Auf geht's. Wir gehen jetzt dahin. Zum Angeln. Vorher nochmal ein bisschen erwärmen. Nee, warte mal. Wir können erstmal noch eine Runde angeln, ne? Wir können auch erst ein bisschen angeln und dann gehen wir nochmal hin. Die Gunst der Stunde ausnutzen. Seefisch, hat sie ja gesagt. Ich hoffe nur echt, dass wir da einen rauskriegen. Ja.
Ja, die Grünalge, die bringt mir immer nicht viel. Ich brauche den Forellenbarsch. Barschforelle? Forellenbarsch? Forellenbarschiges Barschi. Oh, bitte, jetzt komm mir nicht mit dem, dass das nicht geht. Kann ich bei Willi einkaufen? Kann ich bei Willi einkaufen? Ich brauche einfach nur einen. Danach können wir uns anderen Dingen widmen. Forellenbarsch! Entschuldigung. Fischeintopf. Wir brauchen einen Forellenbarsch. Aber jetzt warte mal, jetzt muss ich nur was gucken. Oh Mist. Ne, aber den haben wir doch schon, oder? Ne, haben wir noch nicht. Also muss ich noch mal ein bisschen angeln. Aber wir haben einen. Dann können wir uns jetzt noch ein bisschen so angeln. Weil wir noch einen zweiten kriegen, dann haben wir nämlich schon mal einen fürs Gemeinschaftszentrum. Je mehr, desto besser. Was soll ich denn dann dauern mit grünen Algen? Bringt mir doch gar nichts. Ja, nada, nothing. Nothing. Du könntest nochmal einer sein. Nein, natürlich nicht. Ist natürlich ein Kölbisch. Ein Kölbisch brauche ich nicht. Ich brauche einen Forellenbarsch. Ich will jetzt auch gar kein Sushi machen. Ich will eigentlich nur einen Forellenbarsch, ja? Einen Forellenbarsch. Oh, Mist, spät. Kann ich noch? Ja, ich kann noch. So. Ja, ich bin langsam erschöpft. Ich weiß. Das müsste noch mal einer sein. Ich müsste noch mal einer sein. Ja! Los mal auf. Den können wir nämlich gleich halbieren. Dann gehen wir den nämlich im Gemeinschaftszentrum ab. Und dann war das auch erledigt. Oh, weißt du was? Aber erstmal. Ach, hier kommst du auch manchmal? Oh, das ist interessant. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. So, warte mal, gleich wieder, du. So, dann können wir weitermachen. Musst du meinen Kindern nur bei ihrem Tamagotchi helfen. Das ist ein ganz interessantes Ding. Also nicht mehr so wie früher. Ist ein bisschen anders jetzt aufgebaut. So, jetzt geben wir mal Linus was zum Erschrecken, weil jetzt werden wir mal da reinhüpfen. Ach, Linus. Kannst du auch da einfach reingehen und dann selber baden gehen. Mal in dem Bereich, wo du guckst, ist nicht mal die Frauenumkleide. Die Frauenumkleide sind nämlich auf der anderen Seite. Oh, schön, das könnte ich jetzt wieder gebrauchen. Oh, schön in der Therme und... Oh. das werde ich mir aber auf jeden Fall nochmal gönnen. Wahrscheinlich aber eher zur Weihnachtszeit dann nochmal. Also schön in die Therme und... Einfach nur entspannt. Wir bringen jetzt eigentlich noch ein bisschen Zeit rum. Weil ich mit euch ja dann gleich zum Essen gehen möchte. Bei Judy. Bei Judy. Und da können wir uns dann schön entspannen. Dann machen wir dann schön mal frei. Und ja, dies wird eine interessante Sache. Das, wir quatschen den mal jetzt an. Linus, was wird denn das hier? Ich habe die Höhle weit erkundet. Hä? Welche Höhle? Die? Nein. Nee, Linus. Echt jetzt. Nicht sowas hier. So, na, wo wir bis wir unten sind. Ist es 19 Uhr. Bis wir unten sind, ist es 19 Uhr. Immer du bist aber jetzt nicht mehr, ne? Genau, dich haben wir schon. Dann passt das. Dann können wir einmal gleich einen Forellenbarsch abgeben und können gleichzeitig dann das schöne Essen bei Judy genießen. So, das ist jetzt ein Teichfisch. Dann machen wir den mal rein. Haben wir nicht sogar einen Störer da? Haben wir nicht einen Störer da? Weiß ich jetzt gerade nicht. 18.40 Uhr. 18.50 Uhr.
Ja, das passt. Wir kommen passend hin. Das freut mich. Morgen das Event. Wir haben dann aber 9-mal Goldstern. Das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ich glaube, das war irgendwie, da hat Pierre immer gewonnen, ne? Ich glaube, das war's. 19.10 Uhr. So, jetzt gehen wir hier rein. Oh, hi Frankie, komm rein. Rieche ich da frischen Fisch? Ja. Sam, könntest du herkommen und mit dem Abendessen helfen? Ach, jawohl, gnädige Frau. Du hast doch eh nur deine Bücher angeschaut. Wow, das sieht nach einem Spitzenbarsch aus, Frank. Vielen Dank, dass du ihn mitgebracht hast. Aber gerne doch. Dieser knusprige Barsch war lecker. Die Panade war nicht von dieser Welt. Ich fühle mich schon fast wie ein Teil der... Ich fühle mich schon fast wie ein Teil der Familie. Euch schade, dass wir nicht so ein Bild gesehen haben davon. Das ist ja doof, weil das hätte er immer machen können. So, Jodi haben wir nämlich übrigens schon auf 5 Sterne, Herzenssterne. Warum komme ich eigentlich immer auf Sterne? Weiß ich gerade gar nicht. Ich will noch ein paar Bäume hetzen und dann machen wir auch Feierabend. Ich muss nämlich das noch fertig machen, weil jetzt ich die Aufnahme mache, ist der Tag, wo wir dann zu Schwiegermutter an Geburtstag fahren. Und die Fahrt dauert ungefähr 2 bis 3 Stunden, je nach Verkehraufkommen. Und deswegen hatte ich hier alles vorab aufgenommen, um dann rechtzeitig loszukommen. Ist das, wie ich meine? Nein, schön warm lassen. Und hätte ich jetzt nicht einen Stör gehabt? Nee, ich habe nur ein Hecht. Ich habe das alles schon. Ne? Die sind alle auch schon abgegeben. Okay. Lululu. Warte mal, ist das jetzt da oben eigentlich fertig? Ja, sehr gut. 3 Silos stehen schon. Heuballen. Gut, dann würde ich eher das hier machen. Eher das hier, damit wir das alles zusammenkriegen. Wir können nämlich jetzt 720 Heuballen machen. Ich muss halt so gucken, dass das mehrere Tage reicht. Also wenn wir 72 Tiere haben, könnten wir dann für 100 Tage das nutzen. Das ist halt der Vorteil. Das ist ganz wichtig. Deswegen, das wird im Winter eh alles weg sein. Im Winter ist das alles weg und dann musst du halt wieder von vorne warten, bis das wieder nachwächst. Und das ist halt das Problem. Deswegen mache ich es jetzt weg, weil es ja eh weggeht. Nur haben wir damit einen Vorteil. So, dann brauche ich dich mal ganz kurz, weil ich das Holz nochmal mitnehmen wollen würde. Ach, das ist toll. Wir sind eigentlich schon, finde ich, dafür haben wir ja unsere Spitzhacke gebaut. Jetzt wird es dann auch nochmal wegräumen können. Ich weiß, wir müssten da auch nochmal, aber jetzt ist erstmal das wichtig. Hier haben wir so viel. Dass wir diesen auf jeden Fall nutzen sollten. Bin ja gespannt, bis das dann auch weitergeht. Müssen wir echt mal dann im Winter hier die Tage nehmen, wo wir dann alles... Oh, wieder Mahagoni-Saat. Ja, sehr gut. Mahagoni-Saat ist immer gut. Dann kommen wir nämlich da auch weiter. Können wir uns nochmal so einen Baum machen. Das gibt ja auch irgendwie Hartholz, habt ihr mir gesagt. Und vielleicht haben wir Glück, dass die dann immer wieder was abwerfen und dass wir dann immer wieder neu kriegen. Dann können wir uns auch unsere eigenen Mahagoni-Bäume anpflanzen. Ich weiß nur nicht, ob Mahagoni-Bäume auch Saft geben. Mahagoni-Saft wäre ja eigentlich schon sinnvoll, ne? Das Gute ist, dass wir jetzt so gut ausgeruht sind, können wir wirklich ein bisschen länger machen. Und hier geht's weiter. Wir haben ja auch schon einiges weg, ne? Wir bauen uns hier auf jeden Fall noch alles schön richtig auf. Dass wir hier wirklich eine schöne Farm haben. Die wir dann auch schön einteilen in die Ecken und so. Es wird schon richtig lauschig-flauschig werden, meine Damen und Herren. Jetzt wird er müde. Ja, ich weiß. Wir gehen ja auch schon los, mein Kleiner.
Wir haben noch eine Menge Heu reingesammelt. Das wird ja jetzt da drinnen lagern. Leider noch nicht genügend, glaube ich. Wir kommen noch nicht auf die 720. Aber es ist ja schon zumindest etwas. Oh, warte mal. Aber wenn schon, auch wenn schon spät ist und wir jetzt ins Bett müssen, den Mahagoni-Setzling, den müssen wir noch setzen. So, dann kannst du den ja mal, ich mache mal so zwei dazwischen frei. So. Super, dann sind wir fertig für heute. Hatten noch ein exquisites Essen vorher gehabt. So, da war der Streich. Er hört einfach nicht auf. So, dann war es das für heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben da lassen. Kommt mir so mal was Feines. Und über ein Abo freue ich mich natürlich auch immer sehr. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Dann haben wir das Fest. Dann werden wir mal gucken, ob wir da ein bisschen was erreichen. Das wäre natürlich toll, wenn wir da gewinnen würden. Das ist ja immer klar. Gewinnen ist immer toll. Und dann nochmal ein Geschenkler für Penny und dann gucken wir mal vielleicht, ob wir die nächste Story bekommen, weil ich glaube, bei 8 kommt nochmal was. Weil dann ist, glaube ich, eine Entscheidungsstory. Wie es weitergeht. Ich glaube, dann ist nämlich Freundschaft oder Liebe. Das kannst du dann entscheiden. Das werden wir dann auch. Ja, und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wenn ihr die Folge angeschaut habt. Ne? Und alles erdenklich Gute bis dahin. Tschüss.